Ja? Ja. Gut drauf? Ja, immer. Machst du? Ich mach dir eine Suppe. Ja, wir haben ja erzählt, dass ich mir den Magen-Bypass machen lassen habe. Und nach der Operation darf man ja 2 Wochen lang nur pürierte Suppen essen. Ne? Ja. Genau. Ja, du darfst alles, also jetzt, alles was flüssig ist, darfst du. Alles was durch den Strohhalm passt, darfst du essen. Ne? Genau. Und dazu gehören ja dann halt alles pürierte Sachen. Ja. Dann wollen wir euch mal zeigen, wie schnell so eine pürierte Suppe eigentlich gemacht wird. Ja, wir machen heute eine Brokkoli, Quatsch, Blumenkohlsuppe. Ist aber noch steif gefroren. Und das tue ich mir erstmal ein bisschen aufsetzen im Wasser. Das hat was an, ja, am Anfang habe ich echt gedacht, boah, 2 Wochen nur Suppe essen, das ist ganz schrecklich. Aber ich muss sagen, das hat wunderbar geklappt, weil die Suppen sind einfach fantastisch. Die schmecken total gut. Das ist jetzt der Blumenkohl. Wir haben überwiegend Tiefkühlprodukte genommen. Genau. Ist einfacher. Geht schneller und ist einfacher halt. Ne? Ja. Und die sind ja genauso gut, die Sachen, als wenn man frisch holt. Und ja. Genau, was haben wir alles für Suppen gemacht? Da haben wir Brokkoli-Suppe gemacht, ne? Wir haben Champignon-Creme-Suppe. Was? Champignon-Creme-Suppe. Dann haben wir Kartoffel-Möhrensuppe gemacht. Ja. Dann nur Möhrensuppe mit der Kokosmilch. Aha. War auch gut. Also eigentlich alles. Alles, was man pürieren kann. Haben wir können auch eine Hühnersuppe machen und pürieren, ne? Wenn es klein aber ist. Aber das haben wir nicht gemacht. Ne? Nee, haben wir nicht gemacht, aber kann man, ne? Du könntest auch eine Linsensuppe pürieren, wenn es ganz klein ist. Also zumindest ist es ja so, in den ersten 2 Wochen soll man nichts Hartes essen, damit da keine Naht aufgeht oder so innen drin. Ne? Manche fangen direkt an und nehmen Fett, also normale Nahrung auf. Weiß ich auch nicht. Genau, also das ist von Klinik zu Klinik verschieden. Also mir wurde gesagt, ich soll 2 Wochen Trinkphase machen, dann 2 Wochen Breiphase. Und dann dürfte ich normal essen. Ja. Und immer schön kauen. 30 Mal kauen, damit das wie so ein Brei im Mund ist, damit die Nähte nicht aufplatzen können im Magen. Dann hat man nämlich eine Notoperation. Kann passieren, dass kann man passieren. Aufgeht. Genau. Ne? Und deswegen haben wir uns da schön dran gehalten mit der Trinkphase. Und ja, jetzt bin ich schon 6 Wochen operiert. Ja, und Frank wollte jetzt nochmal so ein Süppchen haben. Da haben wir gedacht, dann filmen wir das direkt mal, weil... Ist ich ja habe die ja auch mittlerweile auch schon mitgegessen, die Kartoffelcremesuppe und so, die war ja mega lecker, ne? Und ja, jetzt mittlerweile kannst du auch schon, darfst du oder kannst du schon feste Nahrung essen, ne? Genau. Ist ja jetzt schon groß. Ja, bin jetzt schon 6 Wochen alt. Ja, und wenn man das gut kaut, dann... Ja. Es gibt auch keine Probleme. Und du kommst ja auch super zurecht damit. So, jetzt werden die Töpfe getauscht. Ja, da kann ich mich hier schon mal die Zwiebelchen anbraten. Also man soll sich das mal nicht so einfach vorstellen. Es ist also wirklich nicht so, dass man jetzt da hingeht, man lässt sich einen Magenbypass machen und kann dann nichts mehr essen und nimmt ab. Das geht das nicht. Das habe ich mir einfacher vorgestellt, das ist aber gar nicht so einfach. Und der Kopf muss halt mitspielen. Der Kopf ist das Wichtigste. Ja. Und ich habe schon so, ich habe am Anfang gedacht, boah, die erzählen alle, du musst auf jeden Fall mal brechen, dann ist dir schlecht, dann hast du mal einen schlechten Tag, dann hast du mal einen guten Tag, kannst morgens essen, dann kannst du mittags essen. Und habe ich mir gedacht, boah, das ist ja alles bei mir gar nicht so. Dann, ich denke mir auch, komm, isst du dir mal einen Hamburger, ne? Aber ich habe ja den gemacht aus, wie heißt die, aus Wraps. Mit so einer Hamburgerscheibe drauf, einem Vollkornwrap, ne? Einem Gürkchen, Ketchup und Senf. Und dann habe ich das gegessen und da hat mein Kopf mir dann gesagt, nach der Hälfte, komm, das ist so lecker, ess das noch. Boah, alter Schwede. Da mussten wir irgendwo hinfahren, da musste ich am Kreisverkehr aussteigen, da habe ich mich so übergeben. Und ich habe mich danach so wohl gefühlt, weil das einfach alles wieder raus war. Das stand mir bis oben im Hals.
Und ich konnte einfach nicht mehr. Ja, das war das erste. Das war das erste Mal, dass du gebrochen hast. Ne? Oh, das war so und dann hast du noch so gemacht während dem Brechen. Und da wusste ich, dass alles klar ist. Das war zu lustig. Ja, ne? Das ist, wenn man die Augengröße hat als der Magen. Und wenn wir jetzt zusammen essen, dann ist ja auch was, dass ich sage, boah, ich bin satt. Und meistens bist du dann auch. Ne? Ja, also ich esse jetzt so viel wie die Elke. Ne? Ungefähr fast gleich und dann kann ich ihn bei, er merkt selber noch nicht so, ob er genug hat oder nicht. Genau, also ich weiß genau, was heißt genau? Nee, das ist falsch. Also manchmal habe ich noch was im Mund und weiß genau, wenn ich das jetzt runterschlucke, wird es mir schlecht. Ja. Und ich schlucke drunter. Weil die Gier bist. Ja. Weil einfach mein Kopf sagt, Frank, du musst das essen, das war so lecker. Das ist jetzt hier nur Zwiebel und Knoblauch. Habe ich jetzt schon mal ein bisschen angedünstet, ja. Und der Blumenkohl. Blumenkohl. Genau, man kann natürlich auch Blumenkohl mit Püree, mit ein paar Kartoffelchen drunter machen, Brokkoli mit ein paar Kartoffelchen. Das haben wir alles gemacht, ne? Ja, und Brühe halt, ne? Ja, Brühe und da ja, das, was man also als Hausfrau alles so hat, im Schränkchen hat. Genau. Wenn ich noch welche hätte. Dann gibt es heute Rinderbrühe. Oder Gemüsebrühe als Würfel. Ne, nehmen wir das. Weil hier ist nicht mehr genug drin. Muss man neu holen. Ja. Also da zu dem Thema mit dem Kotzen halt, ne? Also das ist mir jetzt schon. Ach, habe ich einmal Scheiße gebaut. Ja, zeig. Hast du Scheiße gebaut. Wir sind spazieren gegangen und dann habe ich am Kreislauf gekriegt. Und dann. Hat einen kleinen Schwächeanfall, ne? Ja, genau. Und dann bin ich dann zum Action rein und habe mir dann ein paar Eiweißriegel gekauft, ne? Und habe dann einen gegessen. Puh, ja. Dann habe ich dann heimlich noch einen gegessen. Dann also insgesamt gehen. Drei. Ja. Und ich habe das nicht gemerkt. Ich habe immer gedacht, ich zeige euch die Klopper mal. Von der anderen Seite, mach mal keine Werbung. So groß sind die. So. Ich habe gedacht, du wärst immer noch an dem ersten dran. So. Auf jeden Fall. Wir sind nach Hause angekommen. Machst du jetzt? Ja, ich habe jetzt ein bisschen Gemüsebrühe aufgelöst, ja. Okay. Also hatten keine Instant, ja. Ja, dann sind wir dann zu Hause angekommen und dann habe ich dann gemerkt, oh, also sowas hast du noch nicht erlebt, ne? So, dann bin ich dann auf Toilette gegangen. Also, ich glaube, ich war eine Stunde auf dem Klo, ne? Ungefähr. Ich bin ja nicht gucken gegangen, ich kann mir das nicht angucken. Wenn boah, und dann kam dann diese, ja, die Eiweißriegel kam dann nach und nach wieder mit raus und ja, dann habe ich mich auf die Couch gelegt nach der Stunde und dann bin ich erst mal 2 Stunden eingeschlafen vor lauter Schmerzen, die ich in der Speiseröhre, im Magen, überall hatte. Also war nicht lustig. 2 Stunden, mindestens 3 Stunden. Der Abend war gelaufen. Ja, der Abend war gelaufen, das stimmt. Also da habe ich echt Scheiße gebaut. Und dann habe ich noch einmal Scheiße gebaut. Da hat die Elke sich Hähncheninnenteile geholt beim Aldi, die so schon vor... da war schon so Zeug, so eine Panade drum, ne? Dieses Flakes. Flakes, ja. Und dann bin ich in die Küche gegangen, hat die mit Fritten gegessen. So. Und ich hatte noch ein paar Fritten über und wollte ja, aber da war zu faul, die in die Biotonne zu tun. Genau, und dann habe ich die gesehen, das war in der Suppenphase, hier in der Trinkphase. Da komme ich in die Küche, sehe die Fritten. Und ich hatte hier vorher schon beim Essen 3 Stück weggenommen. Da habe ich die gegessen und ganz gut gekaut. Hat auch funktioniert. Und dann komme ich in die Küche. Und du warst am Schlafen. Und da habe ich gedacht, auch leg dich auch eine halbe Stunde daneben, war Sonntag. Ja, und, genau. Ja, und auf einmal werde ich wach mit einem Hilfeschrei. Boah, dann habe ich mir so ein Hähnchenteil gegessen. Und 12, 13 Fritten. Oh Gott. Das habe ich aber auch nie wieder gemacht, ne? Ja, auch wieder. Das war das zweite Mal, wo ich gekotzt habe. Und der dritte war halt mit den Eiweißriegeln. Ja. Aber langsam werde ich schlauer. Ja, das Problem ist halt, man merkt nicht direkt, wenn man satt ist. Also ich habe das Essen da stehen, esse und werde aber erst, sag ich mal, 10 Minuten später satt. Weißt du? Ja, deswegen soll man ja auch langsam essen. Du sollst ja auch eine halbe Stunde Zeit nehmen. Man kann nicht mehr so viel früher essen, dass du das so runterschlingst. Geht nicht. Ne? Ja, das muss man lernen. Das muss man erstmal lernen. Also ja. Ich muss das lernen. Also, das ist wie ein Baby, ne? Ja. Du musst jetzt von
klein auf erlernen zu essen. Genau, dann haben wir uns Hipgläschen geholt. Hier so Apfel mit Birne und so, wenn die eiskalt sind, dann schmecken die wie Apfel, muss die schmecken so. Ja, lecker. Das hast du dir auch in der Breiphase, weil Brei ist zum Beispiel jetzt auch Kartoffelbrei oder Gemüsebrei gemacht, aber da ist ja im Endeffekt dann auch nichts anderes gewesen, wie die Flüssigware, nur halt ein bisschen breiiger. Ja. Und damit man ein bisschen so einen anderen Geschmack bekommt, haben wir von Annette den guten Nachtbrei und so, wie halt wie zum Baby. Und da hast du dir dann diese Gemüsegläschen geholt. Ja. Nee, Quatsch, Obstgläschen, ne? Waren da keine Gemüsegläschen. Und da hast du dir schön Obstbrei gemacht. Ja. Das hat dir aber auch gut geschmeckt, ne? Das war sehr lecker, ja. Ja. Ja, mittlerweile ist jetzt, wie gesagt, 6 Wochen her alles. Muss ich sagen, ich esse morgens leicht und kross. Ich esse sehr gerne, weil ich noch nie gemocht habe, war Kräuterquark. Esse ich jetzt gerne mit Kräuterquark. Du hast aber auch schon mal ein Brötchen gegessen. Normal. Genau, ich esse zwischendurch auch mal ein Brötchen. Oder dann habe ich mal versucht, 2 Eier zu essen. Dann habe ich mal versucht, 3 Eier zu essen. Das war auch scheiße. Also ein Ei reicht mir voll und ganz. Mit einer Scheibe Brot, hier leicht und kross nehme ich meistens, wenn ich alleine bin, mit dem Kräuterquark. Dann habe ich mir mal eine leckere Pizza gemacht, und zwar Salamischeiben in eine Pfanne, darauf Käse, darauf Tomatenzeug für Pizza und darauf ein Wrap. Boah, das ist so lecker. Aber das machen wir auch mal, das Video. Das muss man echt mal ausprobiert haben. Das ist also wirklich nicht nur für Leute, die... Ne, vor allen Dingen braucht das dann auch nicht in den Backofen. Ne? Genau, und das ist innerhalb von 10 Minuten ist das Ding fertig oder 5. Und das ist super lecker. Musst du echt mal ausprobieren. Du kannst auch die Wraps in den Backofen tun kurz. Dann sind die ein bisschen knuspriger. Ne? Ja, wir haben auch schon Wraps gemacht als Hamburger, hatte ich ja eben schon gesagt. Am Schluss dann nochmal schön hier in so einem Sandwich-Maker drauf. Ja, und dann, wenn ich schön hart... Wir probieren viel aus, ne? Ja, wir probieren viele Sachen aus. Wir waren aber auch schon essen. Ach, ja. Das ist ja kein Essen für mich. Ja, aber... Du isst ja dann mehr von mir mit. Weil ja. Ich lasse sowieso mal die Hälfte drauf. Ja, das erste Mal essen, die was haben wir bezahlt? 9,50 €. Weil, ach so, das war beim Chinesen. Ja, weil die hatten auch kein Wasser, kein stilles Wasser. Ja. Vietnamesen. Und ja, dann ich hab Cola Zero getrunken. Ja, ich und der nicht. Frank, der trinkt ja sowas mit Kohlensäure gar nicht mehr, ne? Ich trinke keine Cola mehr. Nee. Ich trinke auch keine Kohlensäure im Moment. Ich habe mal so dran genippt an der Cola Zero, aber das war mir zu schaumig im Mund. Und deswegen. und vorher hast du das gesoffen. Auf ja, Deutsch ja. Gesagt, du ein Glas hinterm anderen. Ja. Und jetzt ist es eben zu schaumig im Mund. Ja, ja. Ich trinke nach wie vor, aber auch nicht übermäßig. Ich trinke lieber auch Wasser. Aber ja, ich trinke jetzt viel stilles Wasser und tue mal hier so Flavor Drops rein. Mit Erdbeergeschmack oder Kirschgeschmack oder Zitronengeschmack. Egal was. Aber das stille Wasser muss dann schon richtig kalt sein, dann schmeckt das auch. Dann schmeckt das ganz gut. Ja, hier ist ein Gourmet-Koch. Mhm. Und? Schmeckt? Ja. Schon gut. Ja, freitags ist bei mir immer Wiegetag. So, beim nächsten Video mache ich euch mal, dann sage ich euch mal, was ich so aktuell wiege. Ja, der Frank, der filmt sich jetzt extra nicht. Dann ist der Überraschungseffekt, weil er hat wirklich schon richtig... 2-3 Kilo abgenommen. 2-3 Kilo abgenommen. Was ganz wichtig ist bei einem Magenbypass, man sollte nach Möglichkeit keinen Alkohol trinken. Weil der Alkohol geht direkt in die Leber rein. In die Leber? In den Darm? Nein, in die Leber, durch die Leber durch. So. Und dann wird man also nach, sage ich mal, 2 bis 3 Bier, wird man total besoffen sein. Da bin ich ohne Magenbypass. Du. So. Und wenn man dann Pipi machen geht, ist man wieder nüchtern. Allerdings, wenn man dann regelmäßig trinken sollte, wird man auch wieder dick, haben sie gesagt. Ja? Von Alkohol? Hm? Ja. Übertrinken wir ihn. Außerdem kann man einen Magenbypass nur einmal machen, weil sonst der Magen nicht mehr mitspielt mit der Magensäure. Dann funktioniert der ganze Apparat nicht mehr. Den kann man nur einmal machen, so eine Operation. Ja. Hm? Na, Luzi?
Ja, jetzt fangen wir auch mal nächste Woche an und müssen mal deine Klamotten aussortieren. Weil das ist schon einiges, was du nicht mehr anziehen kannst, ne? Ja. Also, wo ich sage, boah, nee, das hängt wie ein Sack und das ist unmöglich. Ja, ich habe dir jetzt schon oben blaue Tüte hingestellt und... Aber ich glaube, das müssen wir mal zusammen machen, weil... Luzi! Vielleicht sind ja auch ein paar Sachen dabei, wo du dran hängst, ne? Ach. Vorsicht! Du bist ja vielleicht eine blöde Katze. Heute. Hä? Das fehlt noch. Hat dich bei den Pfoten verbrannt. Hm? Hätte ich auch noch nie gemacht. Ja, ja, die Klamotten passen auch nicht mehr, ne? Das wieder. Luzi. Aber jetzt schon anfangen neu zu kaufen, ist auch rausgeschmissen, das Geld. Brauchst du ja auch nicht machen. Nee, das lohnt sich jetzt doch nicht. Ja, weil das wird ja immer mehr. Und dein Endgewicht, wann erreicht man das? Ja, so nach einem Jahr. Ja, siehst du. Dann brauchst du dir auch was Neues zu holen. Nach einem Jahr. Passt du bitte auf, dass du ja, das wieder Druck kriegst, sonst kriegst du einen Herzinfarkt. Ja. Ja. Dann weiß ja, wenn man nicht da sind, was die machen, ne? Wenn man alleine sind, wenn die alleine sind, ja. Dann springen die über Tisch und Stühle. So, jetzt wird die operiert. Solange du das nicht siehst, wenn ich nicht da bin. Suppe habe ich übrigens auch schon selber gemacht mit der Kinderzeit. Ja, kommt ja auch schon, ne? Also das ist gar kein Problem, ne? Auch für die Männer, die jetzt zugucken, ist wirklich kein Problem. Man kann auch da ein bisschen Eiweißpulver drunter machen. Genau, wir haben uns nämlich Eiweißpulver gemacht ohne Geschmack. Weil es ist eigentlich sehr wichtig, den Eiweißhaushalt hochzuhalten mit 90 Gramm am Tag, damit nicht so viel Muskelmasse verloren geht. Auch die ganzen Armmärchen. Ich glaube, wenn da tausende von Tabletten schlucken muss am Tag, weil alles verloren geht, wenn man nichts isst. Also ich esse am Tag eine Tablette und da sind alle Vitamine drin, die ich brauche. Und eine Calcium-Tablette, die hochdosiert ist. Bekommt man alles im Internet. Gibt sogar extra Firmen, die machen für Magen-Bypässe diese Vitamintabletten und die Calcium-Tabletten. Da habe ich die auch bestellt. Und ja, das ist im Prinzip alles, was man essen muss. Da ist alles drin enthalten. Kann man auch noch ein Eischen drunter tun, ne? Ei ist nie verkehrt, Eiweiß ist okay, ne? Wenn man ein Ei drunter machen. Da sind die Gläschen. Joghurt. Alles gesunde Sachen. Käse. Dann Protein, Schokoladenpudding. Ja. Und Flasche Sekt haben wir noch, aber die war nicht von uns. Flasche Sekt. Die in der Tür steht. Champagner, Baby, Champagner. Ja, das ist von unseren Freunden. Ja. Und da haben wir gesagt, die trinken wir mal zusammen. Aber bis jetzt sind wir da immer noch nicht zugekommen. Ich war so, ja, das ist bestimmt schon 3 Jahre alt, ne? Kommt so rein. Ja. Naja, aber kalt gestellt ist sie. Hier ist ein Ei drin. Ja, so schnell geht eine pürierte Suppe, ne? Mäuschen. Ja, super schnell. Und da esse ich jetzt auch wieder davon. Genau. Ich kann jetzt noch einen Löffel von dem Ei das reintun. Pass auf, nicht da drauf, das schmilzt die. Mal auf. Ich will nicht immer den Namen noch fotografieren hier. So. Den ganzen Löffel? Ja, reinmachen. So. Ein Löffel voll. Ja. Einfach rein. Einfach rein damit. Damit kann man auch backen mit dem Eiweiß. Wenn man irgendwas machen möchte. Eiweißplätzchen oder so. Okay, Leute. Gut, ja, das war es schon.
Dann wünsche ich euch guten Appetit, könnt ihr ja mal nachmachen. Und schreibt uns mal, wie es euch geschmeckt hat. Okay, dann sage ich mal bis bald. Tschüss. Tschüss.